Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Betrachtung zu Paraguay. Der erste Teil ging ja schon mit Sergio über die Investmentmöglichkeiten. Im zweiten Teil möchte ich noch ein paar meiner eigenen Bemerkungen anführen, was mir an Paraguay gefallen hat, was man bedenken sollte und wie es einem ergehen könnte. Für jeden, der sich dafür interessiert, dieses Land entweder zu besuchen oder auch unter Umständen dahin auszuwandern. Zunächst einmal, es ist gerade die neue Gallup-Umfrage herausgekommen, die immer alle Jahre wieder die glücklichsten Menschen dieser Erde untersucht, in welchem Land sie leben. Und wieder einmal hat Paraguay den Spitzenplatz erobert. In den letzten 6 Jahren, also seit 2013, bewegen sie sich eigentlich immer zwischen Platz 1 und Platz 2, meistens auf Platz 1, weil es einfach eine Mentalität ist, die sehr zufrieden ist mit dem, was sie hat, obwohl objektiv gesehen haben sie wenig. Witzig übrigens, dass in dichter Reihenfolge dann weitere lateinamerikanische Länder folgen, wie Guatemala, El Salvador, Honduras, Kolumbien. Sie alle gehören zu denjenigen, die eigentlich die geringsten Pro-Kopf-Einkommen haben und dennoch leben dort die glücklichsten Menschen. Also wunderschön in der Hinsicht und ich kann nur bestätigen, Paraguayer sind ausgesprochen freundlich, haben meistens ein Lächeln auf dem Gesicht, sind extrem hilfsbereit und in dem Sinne macht es wirklich Spaß, sich in dem Land zu bewegen. Mein Vorteil war natürlich, dass ich schon als Kind und Jugendliche Spanisch gelernt habe und auch längere Zeit in Mittelamerika verbracht habe, sodass ich mich in der Sprache zu Hause fühle. Und auch ein doch einigermaßen schon eingeweihtes Verständnis von der Mentalität der Leute habe. Was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten. Was sich zeigt, ist, dass sie die Deutschen oder Deutschsprachigen haben durchaus einen Bonus in Paraguay. Sie gelten als arbeitsam, zuverlässig und organisiert. Das ist bei den Paraguayern eher nicht der Fall. Sie haben lieber diese Schlagwort des Landes, tranquilo, tranquilo, also Gemach, Gemach. Das muss nicht alles jetzt geschehen, obwohl die Einheimischen durchaus arbeiten können und teilweise sehr fleißig sein können, aber eigentlich immer mehr, um den Eigenbedarf zu decken, als dass sie jetzt großartig planen, organisieren, verbessern. Dafür haben sie eben wertgeschätzt, dass es Ausländer gibt, die sich um sowas kümmern. Frei nach dem Motto, das mir einmal eingefallen oder das ich mal gehört habe von dem Hermann Scherer, wenn andere Leute ein Problem haben, dann ist es als Unternehmer meine Chance, dieses Problem zu lösen und zu verkaufen, die Lösung zu verkaufen und damit mein Geld zu verdienen. Und da gibt es natürlich in Paraguay einige Möglichkeiten, womit man sein Geld verdienen kann, aber man muss auch dazu sagen, das Niveau im Land ist relativ gering. Das heißt, es ist ausgesprochen günstig, dort zu leben. Wenn man sein Geld in Deutschland verdient, zahlt man für viele Sachen praktisch nur die Hälfte. Wenn man sein Geld im Land verdient, dann muss man natürlich sich damit abfinden, dass auch nur die Hälfte bezahlt wird. Es gibt eine ganze Kaste von Deutschsprachigen, die schon längere Zeit im Land sind, die sich darauf spezialisiert haben, Neuankömmlinge zu empfangen bzw. ihnen zu helfen, sich dort Land zu kaufen oder auch, es gibt eben wie gesagt diese Investmentreisen, was man sich dort, muss man gar nicht wohnen, sondern man kann eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Aber da habe ich persönlich, bin ich nicht so begeistert davon. Man muss höllisch aufpassen, dass wenn immer jemand einem Land verkaufen möchte, dass man auch den Titel zu diesem Land dann eingetragen hat, in dem, was in Paraguay gibt es natürlich kein Grundbuch in unserem Sinne, aber es gibt doch eine Bürokratie oder eine Dokumentation und bei diesem Titel, da wird oft ein bisschen geschlurrt, das heißt, es ist schwer zu durchschauen, man braucht also unbedingt jemanden, der sehr gut Spanisch kann, das machen diese Menschen, die leben auch davon und verdienen sich damit ihr Geld und nicht zu schlecht meistens. Aber nicht immer sind die Formalitäten hinterher so, dass man damit glücklich wird. Es gibt Angebote, sich in Gemeinschaften einzukaufen. Auch da ist es oft
sehr kritisch, ob man hinterher für das Geld, das man investiert hat, für das Haus, das man gebaut hat oder hat mitbauen lassen, dass man dann wirklich auch der Eigentümer ist. Und wenn es mal nicht mehr so ist, dass man in Paraguay sein möchte, dass man das auch wirklich gewinnbringend oder einfach nur zum Eigeneinstieg wieder verkaufen kann. Da habe ich erlebt, dass es dort Angebote gibt, wo man seine Arbeitskraft einbringen kann, sein Geld einbringen kann. Und wenn dann die Gemeinschaft, aus welchen Gründen auch immer, nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man wieder ausziehen und steht praktisch mit leeren Händen da. Also es gibt nicht immer die Möglichkeit, sich das wieder auszahlen zu lassen, was man investiert hat. Es gibt so diesen Sprichwort oder man macht sich drüber lustig, Königreich, und dann kommt eben XYZ, der Besitzer, nach dessen Pfeife muss man tanzen. Aber man hat nicht immer den Gegenwert für das, was man investiert. In Paraguay angekommen, wie kommt man durchs Land? Es gibt also relativ vergleichsweise wenig Touristen. Es gibt einige touristische Unternehmen, die einen zum Beispiel zu den Iguazu-Wasserfällen fahren und auch eine kleine Rundreise durchs Land machen. Iguazu, muss man wissen, die Wasserfälle selbst sind nicht in Paraguay, sondern der Iguazu-Fluss fließt in den Grenzfluss Paraná, der zwischen Paraguay und Brasilien verläuft. Und im Norden davon ist es die brasilianische Seite, im Süden von diesem Iguazu-Fluss ist es die argentinische Seite. Das heißt, man muss in jedem Fall entweder nach Argentinien rüberwechseln oder nach Brasilien rüberwechseln, um sich diese traumhaft schönen Wasserfälle tatsächlich anzugucken. Es gibt aber auch noch sehr viele andere Wasserfälle im Land. Nicht so beeindruckend groß wie die Iguazu-Fälle, aber in jedem Fall reizvoll, schön, und man kann sich da auch teilweise ganz alleine einfach genießen, die Natur und die vielen negativ geladenen Ionen, die diese Wasserfälle natürlich in jedem Fall mit sich bringen. Wenn man durchs Land reisen will und nicht geführt als Tourist sich irgendwo anhängt, dann hat man die Möglichkeit, mit dem Bus praktisch jeden Ort dieses Landes aufzusuchen. Das ist eigentlich einfach. Man geht zum Busbahnhof und findet dort alle Linien, die wo auch immer sie hinfahren. In Asunción ist das riesig. Es sind, glaube ich, an die 20 sogenannte Busbahnsteige, die auch regelmäßig belegt sind. Es fahren dauernd irgendwelche Busse in irgendwelche Richtungen. Aber wenn ich wirklich Überland will, das heißt, wenn ich mehr als 100 oder 200 Kilometer zurücklegen möchte, dann sollte man schon darauf aufpassen, dass man sich die sogenannten Luxusbusse bucht. Man kauft sich dort im Vortag ein Ticket, einen Platz, dann ist der airconditioned, aber vor allen Dingen ist er auch in einem technisch guten Zustand. Wenn man einfach den erstbesten Bus nimmt, dann kann es sein, so wie es mir geschehen ist. Ich wollte nur 50 Kilometer raus aus Asunción nach KAKP entlang der Hauptstrecke. Aber wir haben schon mal eine Stunde gebraucht, bis wir überhaupt aus Asunción raus waren, weil er noch an jeder Straßenecke angehalten hat, neue Fahrgäste aufgenommen hat. Und wenn einer den Hand rausstreckt, steht irgendwo an der Straße und der Bus kommt vorbei und der streckt die Hand raus, dann hält der Bus, egal wo, ob da eine Haltestelle ist oder nicht. Und wenn es dann ein belebter Tag ist, dann hält der alle in der Stadt alle 50 Meter, manchmal sogar nach 10 Metern hat er schon wieder angehalten und den nächsten aufgenommen, der sich nicht an die Haltestelle gestellt hatte. Also das kann dann sehr lange dauern, da kann man für 50 Kilometer 2-3 Stunden brauchen. Wenn man einen Schnellbus erwischt, dann ist man natürlich die gleiche Strecke. Zwar auch nicht mit deutscher Autobahngeschwindigkeit da, aber durchaus in einer Stunde kann man es schaffen. Wer nicht Bus fahren will, kann sich ein Auto mieten. Ich hatte ja, wie gesagt, vergessen, meinen internationalen Führerschein noch rechtzeitig aufzufrischen. Es war überhaupt kein Problem, mit einem deutschen Führerschein sich ein Auto zu mieten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die meisten paraguayischen Autos sind nicht so zuverlässig, auch in den Autovermietungen. Es kann durchaus sein, dass man damit liegen bleibt. Und das hat auch zu einem großen Teil damit zu tun, dass die Straßen nicht immer im guten Zustand sind. Also die Hauptachsen schon, das ist einigermaßen okay. Kommt man in die Nebenstraße, auf die Seitenarme der asphaltierten Straßen, dann sind Schlaglöcher nicht unüblich. Dann muss man schon mal aufpassen und dann muss man wissen, dass wo immer Menschen wohnen, die man gerne besuchen möchte, die wohnen abseits der asphaltierten Straßen. Die meisten Wohngebiete, so wie man aus Asunción raus sind, lehnt an Lehmstraßen.
Und die sind teilweise in einem bejammernswerten Zustand. Jetzt war ich gerade da, als es anständig geregnet hatte. Dann fließen die Flüsse über die Straße und graben also richtig kleine Flüsslein aus. Dann ist es ausgesprochen sinnvoll, mit dem Vierradantrieb unterwegs zu sein und vor allen Dingen auch Bodenfreiheit zu haben mit dem Auto. Also wer sich ein Auto mietet und nicht nur auf der Hauptachse bleibt, auf den Hauptstraßen, der sollte sich unbedingt um einen Vierradantrieb kümmern. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir einmal deutschstämmigen Autovermieter ein Auto gemietet. Da sind wir eine Woche lang mit durchs Land gefahren. Das war wunderschön, das war zuverlässig, großartig, aber es hatte sehr wenig Bodenfreiheit. Wir hatten es ad hoc gemietet, wir kriegten keinen Vierradantrieb und wir sind einige Male mit angehaltener Luft durch irgendwelche Hoppelstrecken gefahren und sogar auf den überall vorhandenen, wie nennt sich das im Burro, also es sind diese Eselsbuckel, die überall quer über die Straßen gezogen sind, also solche Hoppel, dass man verlangsamen muss auf 30 oder 20 Stundenkilometer. Und selbst auf diesen haben wir teilweise aufgesetzt mit einem ganz normalen Straßenauto. Also das war einfach lästig und ich würde immer daran nächstes Mal im Vorfeld was mieten und sicherstellen, dass es ein Vierradantrieb ist. Das macht dann deutlich mehr Spaß. Nun, ich war nur 4 Wochen im Land und es wäre vermessen zu sagen, ich wüsste, wie Paraguay funktioniert. Dafür müsste man länger da sein. Ich habe mich allerdings mit sehr vielen Leuten unterhalten, die ich von meinem Newsletter kenne, die schon seit 10 oder mehr Jahren da wohnen. Da bekommt man dann doch einen guten Einblick. Ich bin hauptsächlich im Süden des Landes gewesen, wobei man wissen muss, Paraguay ist zweigeteilt. Es ist ungefähr so groß wie Deutschland und die Schweiz zusammen. Und vom Norden her kommt der Fluss Paraguay und alles, was links davon, also im Westen Richtung Anden ist, ist die sogenannte Chaco. Chaco ist weitgehend Steppe. Es ist extremes Klima, es sind 45 Grad in der Sonne oft. Es kann sintflutartig regnen, dann steht alles unter Wasser, dann sind auch keine Straßen mehr passierbar. Als wir da waren, war die Hauptstrecke nach Bolivien rüber, die ganz durch den Chaco führt, ich glaube 500, 700 Kilometer lang. Die war nach 300 Kilometern unpassierbar, die Busse konnten nicht mehr fahren. Es ist einfach so. Das muss man auch wissen, das Land ist eigentlich sehr wasserreich, es sitzt auf Wasserblasen, aber unterm Chaco gibt es auch Salzwasserblasen und es regnet umso mehr, je weiter man nach Westen kommt. Also direkt an den Anden ist es sehr trocken teilweise und wenn man dann weiter nach Westen kommt, ab Asunción, wird es immer grüner und noch grüner und da ist es dann Richtung Ciudad del Este, das ist die zweitgrößte Stadt. Da ist es dann einigermaßen, oder da kann es also zu jeder Jahreszeit regnen. Es gibt keine ausgeprägte Regenzeit. Und wenn es regnet, dann regnet es auch gelegentlich richtig, richtig doll. Also dann kommen Gewitter oder kommen Sturzbäche von oben und alles unten verwandelt sich auch in Sturzbäche. Und dann kommen auch viele Leute, die im Land in irgendwelchen Wohngebieten wohnen. Es sind alles Lehmstraßen und die verseifen total. Man hat auch mit dem Vierradantrieb keine Kontrolle mehr. Man kommt einfach nicht raus für ein paar Tage, bis die Straße wieder abgetrocknet ist. Das ist auch ein Bestandteil von Paraguay. Wer sich dort einkaufen will und dauerhaft dort wohnen will, dem ist auf jeden Fall zu empfehlen, was auch jeder andere sagt, mindestens mal ein halbes Jahr im Land zu sein und sich das überall anzugucken und vor allen Dingen auch unseren Sommer ist in Paraguay ja Winter auf der Südhalbkugel und viele haben mir berichtet, dass es dann kühl ist und feucht und zwar unangenehm kühl, unangenehm feucht und alles schimmelt. Und dann ist es natürlich die Frage, wie wohnt man? Deutscher Wohnstandard ist eher selten. Natürlich gibt es ein paar Bauunternehmer, die einem sowas versprechen. Einige tun es auch wirklich, andere, weiß ich nicht so genau, habe ich nichts Gutes drüber gehört. Und das Witzigste war aber, dass wir in einem Haus eingeladen waren, das auch von einem deutschen Bauunternehmer fantastisch nach deutschen Baustandards gebaut worden war, aber
ohne Berücksichtigung des dortigen Klimas. Er hatte schöne Glasfassaden, die nicht zu öffnen waren, nach Südwesten rausgebaut. Als wir abends kamen und es hatte sich einigermaßen abgekühlt draußen, da hatten wir den Eindruck, wir kommen in ein geheizten, also überheiztes Haus. Oben gab es keine Dachluken, wo die heiße Luft rauskam. Der Airconditioner hing viel zu hoch. Der konnte in diesem sehr hohen Raum auch nichts bewirken. Es gab keine Dachüberstände. Wenn es regnet, klatscht, kann man also kaum vor die Tür gehen. Man hat kein Vordach, an dem man sich bergen kann, obwohl es ja draußen warm ist. Also das war nach sehr deutschem Standard, aber völlig am Klima vorbeigebaut. Und auch das sollte man berücksichtigen, dass man doch im Sommer, also im paraguayischen Sommer, wenn wir Winter haben, dann lebt man in den Tropen. Und dann ist Luftdurchzug und ein bisschen frischer Wind allemal vorzuziehen, als dass man sich in einem Airconditioner-Betonbunker fühlt. Das wäre es zum Wohnen. Transport ist klar, viele Leute kaufen sich auch ein Motorrad. Das ist auch eine nette Möglichkeit. Und das Wichtigste, was man wissen muss, wenn man in Paraguay Auto fährt oder auch Motorrad fährt, links abbiegen funktioniert nicht so wie bei uns. Links abbiegen auf der Landstraße heißt, dass man alles, was hinter einem fährt, man stellt sich rechts an den Rand, obwohl man links blinkt, und alles, was hinter einem fährt, überholt noch. Und wenn man das nach deutscher Manier macht und sich so an den Mittelstreifen hält und den Blinker raussetzt, in dem Moment, wo man abbiegen will, weil man ja langsam ist, zischt noch ein Motorradfahrer oder ein Auto vorbei und es geht haarscharf schief oder es geht haarscharf gut. Also das ist die größte Gefahr, die man als Westeuropäer dort begegnet, dass man einfach nicht weiß, dass man beim Linksabbiegen erstmal rechts anhalten muss, bis der Verkehr hinter einen überholt hat. Das waren so ein paar Eindrücke von Paraguay. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Mir hat es ausgesprochen gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Jahr über dort wohnen möchte. Ach ja, was ganz wichtig ist, es gibt natürlich in den ländlichen Gegenden, wo die Grundstückspreise günstiger sind, wo man auch teilweise Anhäufungen von deutschsprachigen, also Deutsche, Schweizer, Österreicher findet, gibt es relativ viele Kolonien. Sage ich einfach mal als lockeren Zusammenschluss. Sie haben sich alle an dieselbe Stelle gesetzt, zum Beispiel in Independencia oder auch im Norden des Ipacaraí oder rund um den Ipacaraí-See. San Bernardino ist noch sehr eng dran an Asunción, damit verkehrstechnisch natürlich großartig. Da findet man dann aber auch sehr viele Leute, sehr viele Deutsche, die nach 5 Jahren immer noch kein vernünftiges Spanisch sprechen, weil sie einfach unter sich bleiben. Man hat auch deutsche Backprodukte, die man sich untereinander verkauft oder im Supermarkt findet, weil einer sie backt und stellt sie dann da ein. Gibt auch richtige deutsche Bäcker und Ähnliches. Und dazu muss man natürlich sagen, der Ipacaraí-See, der schönste See Paraguays, direkt keine 30 Kilometer von Asunción entfernt, macht den Eindruck fast von der Schweiz, aber ist umgekippt. Das Wasser ist vergiftet worden. Es gibt keine Fische mehr drin. Und es gibt seit 4 Jahren angeblich mehrere Delegationen, die versucht haben, diesen See wieder zu säubern. Es scheint nicht zu gelingen, weil einfach mit dem Rio Paraguay, der aus dem Norden, aus dem Chaco oder daher kommt, es sind unendlich viele Rinder, die in Paraguay leben. Im Chaco, habe ich gelesen oder gehört, es sind ungefähr 350.000 Menschen, die sich auf ein Gebiet verteilen, das die Hälfte halb so groß ist wie Deutschland. Und es leben dort, wie gesagt, 350.000 Menschen und 6 Millionen Rinder. Und es gibt Schlachthöfe, und das ist auch eine Besonderheit, dass die Mennoniten, die wegen ihrer Kriegsdienstverweigerung in Europa verfolgt worden sind, sich eine große Gruppe dort niedergelassen hat. Man hat ihnen das Recht zugestanden, dass sie keinen Militärdienst leisten müssen, und man hat ihnen im Chaco Land geschenkt. Und es ist unglaublich, was sie aus diesem eigentlich unwirtlichen, unbewirtschafteten, unbewirtschaftbaren Land, so hieß es, gemacht haben. Es sind, wie gesagt, 45 Grad im Schatten an vielen Tagen. Es ist Wasser vorhanden, aber man muss es auch an die richtigen Stellen bringen, teilweise zu viel,
über weite Teile des Jahres zu wenig. Es hat sehr viele Mennoniten das Leben gekostet und sie haben dort die größte Fleischverarbeitungsfabrik aufgebaut, die es in ganz Paraguay gibt. Und sie haben die gesamte Milchwirtschaft von Paraguay praktisch in ihren Händen. Sie sind sehr arbeitsam, sie müssen von morgens, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten und haben mit ihrer Händearbeit und ihrem Fleiß einfach urbar gemacht, was nach normalen Gesichtspunkten nicht urbar zu machen ist. Das ist eine unglaubliche Leistung, die sie vollbracht haben. Leider habe ich es nicht bis in den Chaco an die Stellen geschafft. Auch zu der Zeit, wie gesagt, wo ich da war, hatte es geregnet. Und dann braucht man für 300 Kilometer mal eben einen ganzen Tag. Und dafür fehlte mir die Zeit. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall noch nachholen möchte. Ich möchte gerne noch mal nach Paraguay zurück. Es ist ein wunderschönes Land. Ich könnte mir auch gut vorstellen, mir da eine Hütte, mich einzuklinken in eine Gemeinschaft, wo aber die Besitzverhältnisse sauber geregelt sind und wo man nicht im Königreich des Besitzers dann mitwirken darf. Und wenn man nicht in seinem Sinne weiterwirkt, dann steht man wieder mit leeren Händen da. Ja, das wäre so im Wesentlichen das, was mir aufgefallen ist an dem Land, das, was mich gefreut hat an dem Land, die Menschen, das Klima. Zu den Zeiten, als ich da war, war es einfach wunderschön, irgendwo zwischen 20, 25 Grad, je nachdem. Also, wie es geregnet hat, hat es abgekühlt. Aber wenn dann tagelang die Sonne scheint, sind es eben leicht auch über 30 Grad und wer damit nicht klarkommt. Ja, und das Letzte, was ich sagen wollte, auch in diesen Gemeinschaften, wo sich Deutsche zusammengefunden haben, ja, sehr locker. Das ist ja, die Ländereien sind relativ groß und es ist nicht so, dass man den Nachbarn nun unbedingt direkt neben sich hat. Aber man ist sehr auf sich selbst gestellt. Wer seine Begeisterung darin hat, in der Großstadt zu leben, weil er Theater, Restaurants, alles wertschätzt, weil er diese Kultur liebt, der ist wahrscheinlich also nur in Asunción aufgehoben und außerhalb gibt es an Außenreizen relativ wenig. Man ist dann auch in einer kleinen deutschen Gemeinschaft, wo sich jeder jeden kennt, wo man sich einfach im Minigolfclub trifft oder in den deutsch ankochenden Restaurants. Und da ist doch sehr viel üble Nachrede, die dann stattfindet. Man kennt sich zu gut und wenn man sich streitet, dann ist es sogar vorgekommen im letzten halben Jahr, dass der eine Deutsche den anderen Deutschen erschossen hat. Ich weiß nicht, ob es um eine Frau ging oder um den Nachbarschaftsstreit. Also es gibt so eine und solche, jeder nimmt sich selber mit in so ein Land und es ist sicherlich eine tolle Gelegenheit für jemanden, der etwas bewirken will, der etwas schaffen will, der die Innovation, der sich die Probleme des Landes zu eigen macht und daraus Lösungen entdeckt. Es gibt sehr wenig Gemüse im Land, es muss Lebensmittel importiert werden, obwohl Teile des Landes extrem fruchtbar sind. Da kann man sicherlich was machen. Man kann als Bauunternehmer ist man großartig aufgehoben in Paraguay. Und IT-Leute, alles was Zuverlässigkeit und Innovation macht, das ist etwas, was in Paraguay gefragt ist. Und dann, wie gesagt, verdient man sein Land mit den Einwanderern, dann kann man noch einigermaßen gut Geld verdienen. Verdient man sein Geld mit den Einheimischen, dann ist man natürlich auf das einheimische Preisniveau gedrückt. Und auch davon kann man natürlich in Paraguay gut leben. Ja, dafür so viel von mir. Und wenn du Interesse hast, kannst du mich anschreiben für irgendwelche Fragen. Stehe ich gern zur Verfügung. Und tschüss.